Hänsler, schnelle Nummer! Es geht weiter in der Weihnachtszeit. Heute zeige ich euch, wie soll ich sagen, ich bin ja wieder selbst von mir grenzenlos überzeugt, den perfekten Rotkohl. Was man natürlich braucht, ist Rotkohl. So sieht er aus, wenn man ihn im Ganzen kauft. Schneiden ist klar, kannst du entweder über einen Hobel jagen oder mit dem Messer schön in Ruhe, Sutsche, fein herunterschneiden. Man kann mittlerweile aber auch frischen Rotkohl schon in Streifen kaufen, wenn man möchte. Das habe ich gemacht, weil dieses Video wird eh lang genug, weil ich euch ganz viele tolle Sachen zeige. Deswegen haben wir jetzt hier einen Rotkohl. Der spielt erstmal keine Rolle. Es geht los mit der roten Zwiebel und die schneiden wir in feine Würfel. Das ist der Start. Die Zwiebelwürfel werden jetzt in reichlich Butter angeschwitzt, ja, weil man kann natürlich Gänseschmalz nehmen und so, aber ein Vorteil wird sein, dieser Rotkohl schmeckt saulecker, ist aber trotzdem vegetarisch. Und jetzt kommt das Highlight dieses ganzen Rezeptes. Ich habe für euch später noch eine Überraschung. Also weiter gucken. Jetzt wird der Rotkohl mariniert. Es geht los mit rotem Portwein. Richtiger Rotwein. Weißer Portwein. Balsamico-Essig. Und jetzt eine geheime Zutat, nicht weitersagen. Nussöl. Prise Zucker. Ein Teelöffel Salz. Preiselbeeren dürfen nicht fehlen. Und Apfelmus. Das war es noch lange nicht. Zimtpulver. Saft und Schale von einer Orange. Saft und Schale von einer Limette. Zum Schluss noch eine ordentliche Ladung Pfeffer. Merkt euch, Kohlgerichte kann man ruhig ein bisschen überpfeffern. Und jetzt wird das Ganze einfach schön einmal durchgearbeitet, damit überall der Geschmack hinkommt. Einmal schon mal abschmecken. Oh, das kannst du auch mixen und Smoothie draus machen, ne? Geil. Hier Butter, Zwiebel. Unsere Mischung kommt jetzt direkt oben drauf. Richtig schön auskratzen, ne? Den ganzen Geschmack mitnehmen. Verteilen. Ein bisschen vermengen. Dass Butter und Zwiebel überall stattfinden in dem Rotkohl. So. Und jetzt geht es ums Garn. Jetzt einfach Deckel, den braucht ihr allerdings für sowas. Ihr braucht wirklich einen Topf mit Deckel. Deckel drauf. Und jetzt bei niedriger Hitze ungefähr 45 Minuten so ganz leicht köcheln lassen. Bei mir heißt das, Stufe 9 ist das Maximale. Ich bin so zwischen 3 und 4 zugange. Dann wollen wir mal gucken. Unser Rohkohl hat jetzt hier 45 Minuten vor sich hingesimmert. Oh ja. Guck es dir an. Oh, der Geruch, der hochkommt, ne? Oh, was soll ich so reinsteigen, ey? Muss mal ein Stück probieren. Von der. Ganz, ganz, ganz leichten Biss, so wie es sein soll. Das Ganze wird so abgebunden. Und zwar nicht mit Stärke oder sonst was, sondern einfach eine Kartoffel nehmen. Hier. Feine Reibe. Und dann die Kartoffel einmal durchreiben. Jetzt hier, geriebene Kartoffel, komplett in den Rotkohl reingeben. Jetzt das Ganze verrühren, dass es auch anständig verteilt ist. Dass die Stärke auch überall hinkommt, dass die Kartoffel überall binden kann. Und was man jetzt macht, Deckel drauf. Ach, guck mal, kriegt schon so einen geilen Glanz durch die Kartoffel auch. Und jetzt noch mal 10 Minuten bei niedriger Hitze noch mal so ganz leicht köcheln lassen, damit die Kartoffel zum einen gar wird und die Stärke binden kann. Jetzt ist der große Moment. 10 Minuten sind um, wir gucken uns unser Rotkohl an, aber noch nicht. Ich habe von einer Überraschung geredet. Und jetzt habt ihr gesehen, diesen Rotkohl zu machen, ist ja nicht ganz aufwendig. Die ganzen Sachen, die ihr braucht, etc. pp. Und ich habe an euch gedacht. Wenn ihr sagt, Hänsler, danke fürs Zeigen, fand ich sehr spannend, aber ich hätte es lieber fertig. Jetzt im Shop. Hänslers schnelle Nummer, der weihnachtliche Rotkohl, limitiert muss ich sagen. Und wirklich ohne Zusatzstoffe, genauso wie ich es für euch hier gekocht habe, natürlich in größeren Töpfen, aber
1A-Qualität. Keine Geschmacksverstärker, keine E-Stoffe oder irgendein Scheiß. Nur gutes Zeug. Das, was ihr jetzt gesehen habt, ist in diesem Glas. Das Glas reicht für 2 Personen locker. Ich würde sagen, fast für 3, aber man haut sich Weihnachten immer ein bisschen mehr rein. Deswegen jetzt auf Hensler.shop. Yeah, baby. Aber ihr seht, ich bin fair. Ihr müsst es nicht kaufen, ihr könnt es auch selber machen. Das ist eure Entscheidung. Also was ich machen würde, ist klar. Ne? So, aber jetzt gucken wir. 10 Minuten sind um. Da, 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 da. Oh, guck mal. Geil. Oh, guck es dir an. Allein das Geräusch, weißt du? Das ist ein schönes Geräusch. Das ist ein Rohkohlgeräusch. Jetzt probieren wir das Ganze natürlich. Prise Salz würde ich sagen. Noch. Wo haben wir das Salz? Kleine Prise Salz nochmal. Pfeffer hatten wir ordentlich schon am Anfang drin. Wollen wir mal gucken. Gib dem Vati mal ein kleines Löffelchen. Gar keinen großen Löffel. Oh. Boah. Boah, das ist dieser. Das ist dieser Moment, wo du Weihnachten rogst. Das ist wirklich. Vor allem so leicht eine Limettennote hinten raus. Oh. Geiler Geschmack. Ganz, ganz hinten raus. Eine leichte Pfeffernote. Oh. Also, jetzt wisst ihr, wen Roko zu Weihnachten macht oder wo ihr ihn kaufen könnt. Ne? In diesem Sinne, hier kommt die Einkaufsliste. Und hier ist die Einkaufsliste für unseren weihnachtlichen Rotkohl. Für 2 Personen braucht ihr 500 Gramm frischen Rotkohl, 50 Gramm Zucker, 1 Teelöffel Salz, je 3 Zentiliter Rotwein, Portwein, weißen Portwein, je 3 Esslöffel Balsamico Walnussöl, eine Orange, eine Limette. Dann brauchen wir 150 Gramm Apfelmus, 1/4 Teelöffel Zimtpulver, eine rote Zwiebel, 80 Gramm Butter, Pfeffer, eine mehlig kochende Kartoffeln und 3 Esslöffel Preiselbeeren. Oder aber der einfache Weg in den Shop. Nochmal Informationen über die schnelle Nummer und alles rund um die schnelle Nummer findet ihr auf hensler-schnelle-nummer.de. Viel Spaß!